Am Nachmittag sind wir im Herzen des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft, 8 Kilometer von Zingst entfernt, unterwegs. Das Schlösschen ist ein idealer Ausgangspunkt, um die sundischen Wiesen zu erkunden. Der Parkplatz kostet für den ganzen Tag 4 Euro. Für eine kürzere Parkzeit gibt es keine Tickets. Unmöglich. Um die Kraniche zu bestaunen, muss man 5 Euro pro Person bezahlen. Das ist reine Geldabzocke. Die Vögel befinden sich in einer Entfernung von 8 Kilometern und sind für behinderte oder alte Menschen unmöglich zu erreichen. Dass man für ein Naturschauspiel bezahlen muss, ohne eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, finden wir unmöglich. Das Einzige, was wir sehen, ist ein Fuchs. Dafür dürfen wir am Abend den Sonnenuntergang kostenlos genießen. Wer weiß, wie lange noch, dann nimmt man bestimmt eine Seebrückenmaut. Langsam bricht über das Ostseebad Zingst die Nacht herein. In einem kleinen Park hat man beleuchtete Bilder montiert.